Die Soundkulisse täuscht nicht. Die Suzuki GSR 57 will gedreht werden. Immerhin stammt ihr Motor von der Supersportlerin GSX R 57 ab. Untermotorisiert sieht daher anders aus. Die GSR 57 überzeugt mit ordentlicher und gut kontrollierbarer Kraft im oberen Drehzahlbereich. Die Armaturen sehen nett aus, sind gut ablesbar und man muss sogar auf eine Ganganzeige nicht verzichten. Was will man mehr? Das Fahrwerk kann in beiden Welten bestehen, bietet genügend Komfort auf schlechten Straßen, kann auf gutem Asphalt aber auch mit ordentlich Sport aufwarten. Beim Design verabschiedet sich die GSR 57 von jeglichen Rundungen und gibt sich ganz der Kante hin. Wir finden, sie sieht einfach herrlich aus. Die Sitzposition entspricht ganz der Fahrwerksauslegung. Man sitzt auf der nackten Suzuki sportlich aufrecht, ohne mit Rückenschmerzen absteigen zu müssen. Einziger Kritikpunkt an der GSR 57 ist die vergleichsweise lasche Bremse bei sportlicher Fahrweise. Dafür wählten die Techniker die Auslegung zugunsten ungeübter Fahranfänger. Überbremsen ist nur sehr schwer möglich.